Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den FAZ-Fernsehnachrichten. Unsere Schlagzeilen: Ausweg aus der EG-Krise gesucht, die Gussa hofft auf den Katalysator und der IKEA-Brand ist aufgeklärt. Skandal um das Geschäft mit dem Tod. Guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen bei APF Blick um 9:30. Liebe Zuschauer, guten Abend. Nachrichten von Sat.1 Blick. Guten Abend, liebe Zuschauer. Zeit für kurze Nachrichten in Sat.1. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie noch einmal zu den Nachrichten in Sat.1. Guten Abend allerseits. Mehr als 100 Panzerfahrzeuge sind heute Abend in der Hauptstadt Litauens, Vilnius, eingefahren. Vor dem Spielfilm noch ein kurzer Blick auf die Nachrichten. Guten Abend. Die Sat.1 News am 18. September mit Christiane Feist und Hans-Hermann Gockel. Themen heute: Mord. Kurdische Politiker in Berlin erschossen. Kämpfe. Keine Feuerpause für Genfer Gespräche. Leidenschaft. Woody Allen. Der Film zum Skandal. Guten Abend. Guten Tag, liebe Zuschauer, willkommen bei den Sat.1 Nachrichten. Ich begrüße Sie zu unseren Nachrichten. Ich begrüße Sie zu den Kurznachrichten. Thank you.
Guten Abend, die Nachrichten. Guten Abend, die Top News. Guten Abend, ich begrüße Sie zum News-Magazin. Guten Abend, die Nachrichten. Guten Abend, die Top-News. Guten Abend, die Top-News. Nachrichten mit Ulrich Mayer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bilder eines Dramas. Prinzessin Diana starb bei einem Autounfall. Viele wollen es nicht wahrhaben. Trauer überall. Sat 1, 18:30 Nachrichten mit Hans-Hermann Gockel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sat 1 Nachrichten mit Astrid Frohloff. Guten Tag, liebe Zuschauer. Werner Wallert ist endlich auf dem Weg nach Deutschland. Noch heute Abend kann er seine Frau in die Arme schließen. Preiskrieg, Supermärkte, so billig wie nie. WM-Qualifikation, jetzt wird's ernst für Rudi Völler. 18:30 Sat 1 Nachrichten mit Astrid Frohloff. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nacht, Sat 1 Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, meine Damen und Herren. 18:30 Sat 1 Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Pulverfass Irak, Gewaltdemos der Saddam-Getreuen, neue Feuergefechte. Und Deutschland fürchtet Anschläge durch Söldner des Ex-Diktators. Autostudie, Mängel bei Neuwagen führen zu Rückrufrekord und verrückter Wettbewerb. Welcher Bastler schießt als erster einen Menschen ins All? Die Nacht, Sat 1 Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Sat 1 Nachrichten. 8 Uhr ist es. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zu den Sat 1 News heute mit folgenden Themen. Kollegenverrat bei VW. Betriebsrat angeblich vom Vorstand mit Luxusreisen und Edelhuren bestochen. Gewaltwelle vor dem G8-Gipfel. Demonstranten greifen schottische Polizei mit Steinen und Stöcken an. Bob Geldof nennt Randalierer Idiot. Turbulenzen bei der Tour. Zabriskis Sturz beschert Armstrong gelb. T-Mobile mit achtbarem Ergebnis. Ulrich 14. Live aus Berlin, die Sat 1 News. Ein undurchsichtiges Netz von Tarnfirmen und massive Bestechung der Betriebsräte. Die Vorwürfe gegen den VW-Konzern werden immer brisanter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Sat 1 Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. 20 Uhr die Nachrichten, die heute nicht mit Japan beginnen. Samstagabend, hier sind die Sat 1 Nachrichten. Herzlich willkommen.
live aus Berlin. Die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend aus der Hauptstadt. Herzlich willkommen. Das sind unsere Top-Themen heute. Agrardebatte. Was auf Feldern, Weiden und in Ställen geschieht, ist auf der Straße umstritten. Anschlagsserie. Burkina Faso ist neuester Schauplatz blutiger Islamistenattentate. Abtransport. Die ersten der an der Nordseeküste verendeten Wale werden entsorgt. Er hat es getan. Live aus Berlin. Die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend, herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend. Das sind unsere Top-Themen. Plaudern über Pannen. Nach dem Al-Bakka-Selbstmord sind sich die sächsischen Behörden keiner Schuld bewusst. Desaster für Donald. Neue Sexenthüllungen und ein abgeschenkter Staat. Hat Trump schon verloren? Lieder sind Literatur. Bob Dylan bekommt zur Überraschung vieler Experten den Nobelpreis. Live aus Berlin. Die Sat.1 Nachrichten. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen heute unter anderem zu diesen Themen.